Leute, und damit willkommen zurück zu When It's Monday. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja den Ring verkauft haben, nachdem wir erstmal ein Gespräch mit einem Engel und Teufel hatten und der Engel gesagt hat, verkauf den Scheiß einfach. Jo, musste eine Gasflasche holen, war von einem kleinen Köder beleidigt die ganze Zeit. Haben wir irgendwas in der Warnungsfeier mit Ilse auf dem Dach getrieben, keine Ahnung. Aber ja, ich würde sagen, mich schon, dass wir nochmal wieder irgendwas machen können. Kuba Juice, Klav Kalash, Soltier Hotdog. Ja. Na gut. Hier kannst du haben. Danke, Junge. Alter, ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und sieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja, sieh nur, er kommt schon rüber. Wie von Zauberhand. Naja, hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Klar, man sieht sich. Wir haben wirklich Hotdog bekommen. Okay. Das muss nicht geklebt werden. Schade. Ein Hotdog. Sieht lecker aus. Schade, schade. Hallo, Murray. Officer Murray. Oh mein Gott, Murray, ich bin so froh, dass Sie hier das Sagen haben. Ich muss da rein, wissen Sie, also entschuldigen Sie mich bitte. Sorry, Junge, ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer, ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Murray, mal echt, wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas und mehr als nur Worte. Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Nein, wie kommst du denn da drauf? Ich würde doch sowas nie machen. Das verletzt mich, Murray. Ich dachte, wir zwei hätten diese besondere Verbindung, aber jetzt begreife ich, dass sie mich die ganze Zeit nur verarscht haben. Die einzige besondere Verbindung, die ich habe, ist die zu meinem Grill, einer kalten Limo und einer Handvoll deutscher Würstchen. Ah, kann mir gut vorstellen, was für Würstchen Sie meinen. Was? Nein, ich meinte... Ja, schon klar. Deutsche Würstchen. Keine Sorge, Murray. Ich urteile nicht. Verschwinde! Okay. Und was war das vorhin, Murray? Vor ein paar Stunden wollten Sie noch alles über mich wissen und jetzt, ganz plötzlich, interessiert Sie das alles nicht mehr? Was ist nur mit Ihnen los? Ich habe doch nur einen Bericht geschrieben. Dafür musste ich alles über dich wissen. Gott, ey. Das ist ja wohl die lahmste Ausrede aller Zeiten. Ein 15-jähriges Mädchen könnte besser flirten als Sie. Oh, dieser Randall, ey. Nur am Mist lauern. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Hinter der vierten Wand. Ehrlich, ich liebe solche Spiele, die mit der vierten Dimension machen. Dass sie halt mit dem Spieler direkt reden. Ich mag sowas. Ist halt cool. Sie machen Schluss mit mir? Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß.
Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werd auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach, dass du wegkommst. Mary, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Mary? Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Herrgott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, es ist nur ein Stilmittel. Das klingelt, wann immer das Schicksal das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Tja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum, durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Das Geld lindert allerdings den Schmerz. Hey, warte mal! Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbox nicht. Oh, ist das doof. Aber ich liebe es. Und ich bin kein Blödmann. Naja, manchmal schon, aber jetzt nicht. Oder vielleicht doch. Scheiße. Ich liebe sowas. Können wir nochmal mit ihnen reden? Hat keinen Sinn. Ich muss erstmal Officer Murray davon überzeugen, dass Matt und ich Freunde sind. Okay. Was können wir denn machen? Guck mal hier, für dich. Die zeige ich ihm besser nicht. Shit. Dann eben nicht. Es wird nicht klappen. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Naja. Das ist Matts Geldbeutel. Spinn ich oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Bei allem Respekt, Mary, dafür sollte ich ja lieber mit jemandem reden, der ein bisschen höher in der Befehlskette steht. Er hat sich mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. Okay, das ging schnell. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Tür, das Bude. Ein funktionierender Fahrstuhl. Reichlich ungewöhnlich. Jetzt nicht. Warum nicht? Jetzt nicht. Warum nicht? Nichts löscht Feuer besser. Außer Gegenfeuer. Klar. Ist zu, glaube ich. Verschlossen. Wie war das? Verschlossen. Was sagst du? Verschlossen. Wie bitte? Verschlossen. Wo hängt eigentlich der Türknauf hier? Okay. Merkwürdig. Aber hier auch? Warum eigentlich in der Mitte? Hatten die Lust zu wahrscheinlich, oder? Die Klingel. Hast du sowas noch nie gesehen, oder was? Doch. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Toll. Naja. Ich würde mal sagen, gehen wir mal rein, oder? Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja.
Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Kann sie, glaube ich, auch gar nicht, oder? Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Guck hier, das Spiel. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß, also ein recht altes Spiel. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Ist das Halo hier hinten? Oder soll das Halo sein? Und bist du gesagt, nicht Halo, sondern was anderes? Keine Ahnung. Rote Pille, blaue Pille. Okay. Der Marshmallow-Mann. Willst du damit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotz-Omelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen. Aber dieses Mal... Es gibt keine Worte für... Keine Worte. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seinen Kylomatic 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht, ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen und... Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Portalen, Würfeln und Knöpfen, das ist doch Bordell, oder? Also würde ich mal so behaupten. Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Ich lasse sie besser allein. Sie wurde ja gegen Ende echt emotional. Okay. Passt gerade zeitlich nicht so. Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Kein Interesse. Warum nicht? Poster. Dazu fällt mir nur eins ein. Das gehört Matt. Das bleibt hier. Warum? Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Ja. Können wir hinten hingehen? Jupp, können wir. Okay. Die Straße. Na und? Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. Stecher auf der Flucht. Mann, Matt hat echt Geschmack. Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Komm hier. Ein Begleiter-Kubus. Mein lieber Begleiter-Kubus, was wir alles gemeinsam erlebt haben. Portal. Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Eins ist sicher. Ich fass Metz Bilder nicht an. Warum nicht? Ich fass Metz... Eins ist sicher. Okay, da sagt er noch das Gleiche. Flip-Automat. Legendär. Rocky. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen. So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Dieser Matt hat echt... Okay, da sagt er auch nur dasselbe, ne? So exklusiv... Dieser Matt... So exklusiv... Jupp. Da können wir auch nicht ran, ne? Momentan. Na gut, gehen wir mal in die Küche.
Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Drohst du mir, Kleiner? Oder bist du ein Vollidiot, der sich für clever hält? Findest du dich witzig? Naja. Mal sehen. Nein, zum ersten Teil. Vielleicht ja zum zweiten. Und ich glaube, ich bin unterhaltsam, ja? Sicher. Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brechte die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh, jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check dein Voight-Kampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich hab doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Wow, 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 Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah. Was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Emerson dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja... Ich habe bei den Marines versucht, aber die haben. Ich habe gelernt, weil ich ein träges Auge habe. Ich wollte immer ein Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch. Aber die Küste ist einfach zu weit weg. Ich habe selbst schon versucht, das in Oil, den Sexshop, die ich so besuche, rauszukriegen. Aber bisher hatte ich kein Glück. Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexshops, die ich so besuche, rauszukriegen, aber. Pff. Bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexshops verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Okay. Ja. Ich habe ihr Drogen satt. Sie wollen mich einsperren.
Dann los, versuchen Sie's, Bastard. Hör zu, Columbo. Mir reicht's mit dir. Warum gehst du nicht einfach zurück in den Kanal, aus dem du rausgekrochen bist? Okay, tut mir leid. Aber ich habe meine Zeit jetzt genug mit einem zweiklassigen Möchtegern-Detektiv verschwendet. Wir sehen uns dann, okay? Ich weiß nur, wenn wir eins der Sachen auswählen, rudert er zurück und sagt das nicht. Übrigens hier. Warum komme ich jetzt auf den Namen nicht? Fuck. Ratter. Half-Life. Wow, warum kam ich... Ich hatte den Namen die ganze Zeit und mit einem ist mir entfallen. Super. Tyler Durden ist ein Real. Okay. Ja, Sir. Tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Sag ich doch. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Wir sind Brieftaschenfreunde, Sie wissen schon. Er hat meine, ich habe seine. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld auch rauswirft. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herr Gott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Dieser Typ, ne, ey. Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Naja, also. Dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen. Oh Mann. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll habe von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins. Als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Oh Mann, das kann ja noch lustig werden. Alles. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Hey, was wird... Mann, gib's mir doch her. Ich will diese Magnete. Ich will diese Magnete. Hey, was wird das, wenn's fertig ist?
Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Können wir auch erstmal mit ihnen reden? Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre bei Tom Sellecks beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker. Wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Naja, außer man wird verdächtigt, ne? Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatik 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen, wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend Chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch Chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Was zur Hölle? Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja. Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal, ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar, genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Yeah. Okay. Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Ich glaube, die haben... Okay. Ja, an die Sachen kommen wir eh nicht ran. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte, das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Aber, wenn man das so gehört hat jetzt, ich glaube, er meint nicht Sally. Er meint nämlich den Ring. Den Ring, den wir einfach verkauft haben. Ja. Wer auch immer das hier... Können wir nochmal lesen, okay. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Und sie sind ein Nörgel in der Kommissar. Ich geh wieder weg. Hey, was glaubst du, wo du hin willst?
Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach Mann. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Feuerlöscher. Nichts löscht Feuer besser. Außer Gegenfeuer. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir mit den nörgelnden Kommissar nochmal reden, oder Sergeant Kramer, oder Nörgler, wie auch immer, würde ich sagen, werde ich hier erstmal Feiermachen fördern und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei When It's Monday. Bis dann. Ciao, ciao.